lieben Herren und Narren, sie ist die mit Abstand schönste Frau des Abends. Im wahren Leben heißt sie Martina Gottwald, aber alle Welt nennt sie nur bei ihrem Künstlernamen. Aus der Spargelstadt Beelitz kommt deren schönster Export. Hier kommt Erna und wir alle singen! Ich glaube, ich werd alt. Ja, dann hast du Silber im Haar und Gold in den Zähnen und tut dich in Gallenstein ab und zu quälen und brennt wie die Hölle die Sodbrennerei und hast an den Füßen kiloweise Blei und wirst du manchmal nass um die Blase, ach nee, Entschuldigung, blass um die Nase. Und kennst alle Krankheiten von Frau und von Mann, dann weißt du genau, das Alter fängt an. Ja, und deswegen schlafe ich auch getrennt von meinem Mann, ne? Ja. Und immer wenn der Sehnsucht nach mir hat, hat der gepfiffen, ne? Und wenn ich Sehnsucht nach ihm hatte, dann habe ich gefragt, hast du gepfiffen? Aber die Pfeiferei macht man ja schon überall, so ja schon in Russland, ne? Deswegen haben wir uns gedacht, wir müssen uns was Neues ausdenken. Ja, wir haben gesagt, wir sagen Lachen dazu. Ja, fällt doch nicht so oft, ne? Kommt der gleich in den ersten Arm an und sagt, Schatz, wollen wir lachen? Ich sage, nee, ich hab Migräne. Zweiten Abend kommt er und sagt, Schatz, wollen wir heute lachen? Ich sage, nee, ich hab so Rückenschmerzen. Dritten Abend kommt er wieder und sagt, Schatz, wollen wir heute mal lachen? Ich sage, nee, mir geht's nicht gut. Da haut er ab und geht im Bad. Als er wiederkommt, habe ich ihn gefragt, nun sag mal, was hast du denn so lange gemacht, ne? Ja, sagt er, ich hab mir eins ins Fäustchen gelacht. Ich stehe jetzt einfach zu meinem Alter. Doch, wenn mich jetzt jemand fragt, wie alt ich bin, dann sagt, ich gehe auf die 70 zu. Dann sagen die immer, ach, haben sie sich aber gut gehalten. Ja, und... Und das hat mir so viel Selbstwertgefühl gegeben, dann habe ich zu meinem Mann gesagt, Schatz, weißt du was, ich möchte noch ein Baby. Sagt er, bist du denn verrückt in unserem Alter? Weißt du, wie anstrengend das ist? Ach, sag, ist doch nicht so schlimm. Sag, du musst doch sowieso jede Nacht 3-4 Mal raus. Naja, ich werde jetzt mit meinem Potenzial, mit meiner Figur Geld machen, ne? Ja, ich werde jetzt Model für 3x X und EMAL. Aber ich habe mich nicht beworben. Nee, ich wurde entdeckt. Ja, ich wurde entdeckt. Aber vor Vertragsabschluss habe ich denen gleich gesagt, ich bin ganz ehrlich, ne? Ich trage zwar 38, ne? Aber nur an den Füßen. Aber die haben gesagt, das ist schon in Ordnung, ne?
Naja, dick ist schick und Schönheit braucht eben ihren Platz, ne? Aber dann musste ich gerne nach Hause mein Mann das verklickern, ne? Wie der nach Hause kommt, hat er gesagt, Schatz, ich hab einen neuen Job. Och, sagt er, und? Ja, sag, ich bin jetzt Model. Ach, sagt er, nee. Fängt an zu lachen, krümmt sich vor Lachen und sagt, er, was denn für Zelt planen oder was? Hab ich aber nicht beirren lassen, ne? Ich bin denn dahin, ne? Und dann musste ich erst mal schreiten lernen, ne? Und die Hüfte sollte schwingen, 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 schwingen. Hab ich mich ja nicht getraut, ne? Ich hab gedacht, ich löse eine Druckwelle aus. Und dann haben die mich geschminkt, ne? Geschminkt, ach was sag ich, geschminkt, gespachtelt haben die mich, ne? Ja, und dann hab ich die anderen Models kennengelernt, meine Arbeitskollegen quasi, ne? Oh, die waren alle nett. Ja, die waren alle so nett und auch neidisch, ne? Ja, weil mein Verehrer hat mir jeden Mittag statt roter Rosen eine Jumbo-Pizza in die Garderobe geschickt. Und dann, was ich gleich gesehen habe, ne? Die hatten alle so schöne Tattoos. Oh. Ja, habe ich gesagt, ich lasse mir auch hinstechen, ne? Aber kein Schmetterling, kein Drache, keine Herzchen, ein Eisbein auf Sauerkraut. Na und dann kam das erste Fotoshooting, ne? Da hat mein Manager zu dem Fotografen gesagt, nun machen Sie mal ein paar schöne Bilder von unserem neuen Star, ne? Da kickt er ganz entgeistert, ne? Sagt er, wissen Sie, ich bin Fotograf und kein Zauberer, ne? Ja. Ich musste dann sowieso aufhören mit dem Modeln, ne? Ja, mein Mann wurde so krank. Ja, der musste ins Krankenhaus, den wollten sie die Mandeln rausnehmen. Nee, ja, und da schieben sie den mit den Beine zuerst in den OP, ne? Da haben die ihm beinahe die verkehrten Mandeln rausgenommen. Ja, wie der denn nach Hause gekommen ist, hat er ja sofort eine Patientenverfügung gemacht, ne? Ja, so eine Patientenverfügung ist ja auch ganz wichtig, ne? Doch, macht man ja heutzutage, ne? Und er hat darin geschrieben, er wünscht keine lebensverlängernden Maßnahmen, ne? Ist ja in Ordnung, ne? Aber dann wurde der krank. Dann wurde der richtig krank. Oh, ich sag Ihnen, nee, der hat einen Männerschnupfen. Oh. Einen richtigen Männerschnupfen. Da hat er gesagt, bitte, Schatz, bring mich ins Krankenhaus. Sag, nein. Dein Wille ist mir ein Befehl, ne? Du möchtest keine lebensverlängernden Maßnahmen. Aber ich habe mich dann wenigstens breitschlagen lassen und bin zur Apotheke gefahren. Da habe ich ein ganz starkes Abführmittel geholt. Das hilft nicht gegen den Schnupfen, nee. Aber der traut sich nicht mehr zu husten und zu niesen. Na, aber das gab ganz schön Ärger, ne? Oh, hat der gemeckert. Hat der mit mir gewettert, ne? Dann gab ein Wort das andere und dann brüllt er mich an. Sagt er, wegen dir verliere ich noch meinen ganzen Verstand. Ich sage, du, pass auf, das kann gefährlich sein. So eine kleine Dinge findet man so schnell nicht wieder. Naja, eigentlich muss man das ja verstehen, ne? Ja, der hatte eine ganz schwere Kindheit. Ja, den haben die in die Babyklappe gelegt. Aber von innen.
und deswegen habe ich mir gedacht, dass ich ihm zu Weihnachten was ganz Besonderes schenke. Was selbst gebastelt ist, habe ich ihm einen Stuhl gebaut. Einen richtig schönen, bequemen Stuhl. Und der hat sich gefreut. Hat der sich gefreut. Ich sag ihm, der steht ja nicht mehr auf. Nee, der steht ja nicht mehr auf. Scheinbar hat die Elektrik auch gut funktioniert. Ja, nun bin ich wieder eine glückliche Frau und grüße euch mit Cottbus. Sie ist und sie bleibt die schönste Frau des Abends. Auf unsere Erna, lassen wir die Raketen steigen. Stufe 1, Stufe 2 und Stufe 3.